Ja, den können wir ruhig nehmen. Und ab geht's. Ne? Yes. Eieieiei. Also, ich denke mal, das sollte nur der Spieler quasi heraushören, dass er halt wirklich ihren Bruder meint, weil Paimon und sie selbst haben das ja mehr oder weniger in Anführungsstrichen ja nicht mitbekommen. Aber wir ja, ne? Ah, das ist sogar, das, glaube ich, das Mädchen, ha? Ah, ne, das ist hier Dings. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen, aber die eine Dings, die wir kennengelernt haben. Yes, yes. They have the audacity to go after anything. Okay. The seven dragons, gods, no ancient artifact. Still, this time is different. Who do they think they are, going after the abyss? Oh, traveler, it's you. Yeah. Huh? Ganyu? Genau, what are Ganyu. You doing here with Lan? Do you have a commission you need to? Hello. Hi. We were just discussing the treasure hoarders. Yes. Oh, yeah. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better than to mess with the abyss. But we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs that two big-time treasure hoarders in Liyue and Mondstadt are planned. Two big-time treasure hoarders? Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor of the North. Okay. Oh, Raptor! Paimon remembers he tried to run away from Amber in Mondstadt. But who is Big Sis of the South? You already know something then. I guess you must have crossed paths with the treasure hoarders many times before. Yeah, das stimmt. She's the head of the treasure hoarders in Liyue. As I understand it, the treasure hoarders all... Some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the Gods. But that's probably just a wild rumor. Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly... Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. They have already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to... To this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain Grand Thief from Fontaine. Grand Thief? That's quite an impressive-sounding title. Das stimmt. Oh, indeed. He is an extraordinary... The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. Ah, so you're familiar with the author of the Teyvat Travel Guide, then. Correct. The Grand Thief is someone as renowned as her. Okay. So, despite being relative big-timers in Liyue and Mondstadt, Big Sis and Raptor had to put in a lot of work to... With the major changes in Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the Millilith already have their hands full. They don't have any time to investigate rumors about treasure hoarder activity. Okay. But anything related to the Abyss makes me feel like there is... So, I decided to come to the Adventurer's Guild to post a commission. Yeah, here, come. Leave this... Oh, thank you... Good to see this in the hands of a reliable guild member. Yes. Well then, good luck. Ja, definitiv. Ich meine, auf uns kann man ja sicher verlassen. Wir werden uns wiedersehen, okay. Interesting, interesting. Dann würde ich mal sagen, haben wir eine Mission, ne? Ups. Ach ja, das Spiel, da kann man echt viel Zeit drin verlieren. Aber trotzdem würde ich gerne Inazuma halt wirklich jetzt mal endlich, weil ich meine, wir haben echt viel erkundet hier. Mal so ein neues Gebiet wäre, nicht schlecht, ne? Aber hey, ich bin ja auch zufrieden hiermit. Ne? Solange es immer was gibt, ist ja auch alles in Ordnung. Ne, mich interessieren ja sowieso meistens eher die Geschichten. Aber trotzdem. Wäre schon cool. Mal kurz gucken. Ja, da unten. Ich wollte sagen, in die Richtung. Aber ja, stimmt schon. Geht ja ein bisschen in die Tiefe. Ist ja nicht blockiert die Richtung. Also sollte das schon passen. Genau, die haben wir ja schon ausgeräumt. Brauchen dringend mehr von den Schlüsseln hier, ne? Ah, die werden wir bestimmt schon bekommen. Irgendwie.
Ja. Gut, dann können wir mal gucken. Ihr fohlendes Oh, cool. Ein fohlendes Element ist sogar Eis. Dann können wir das ja so machen. Dann können wir unsere Crew ja, Crew. Ja, so behalten. So beibehalten. Sehr cool. Na dann. Gucken wir mal. Wow. Das liebe ich ja, ne? Ich meine, es ist sieht ein bisschen gruselig aus, ohne gruselig zu sein. Es ist einfach sehr cool. Ich liebe solche abgespaceden Orte. Hm. Weil ich... Wir wissen ja, dass hier nichts Schlimmes passieren kann, ne? Ja. Im Gegensatz zu zum Beispiel bei Little Nightmares, wo halt alles so... Weil natürliche Alltagsgegenstände irgendwie gruselig gemacht werden, ne? Ja. Aber trotzdem sind es noch genug, damit wir was zu tun haben. Ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. No, my sword. Cool it. Ja. Da ist wieder irgendwas aufgegangen, aber ich will hier vorher ganze Sachen noch mitnehmen. Man weiß ja nie, wenn man was gebrauchen kann. Ne? Okay, da vorne ist, glaube ich, okay, das ist nicht. Die sind aber wieder kaputt machen. Die kann man aber wieder kaputt machen. So, die hier auch, ne? Ah, Weizen. Okay. Ah ja, hier können wir wieder speichern. Mehr oder weniger. More signs that a treasure hoarder was here. This should be the right direction. But yeah. Why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? Soll's wahrscheinlich. Be careful now. Paimon's right behind you. Ja, ja. Wenn die Kugeln von vorne kommen. Sollen wir hier runter? Ich glaube schon. Ja, doch. Sieht sehr danach aus. Mal kurz. Die schnelle Tour. Ich habe das erst nicht... Aber ja, natürlich müssen wir den natürlich ausweichen, den Kugeln. Aber sehr cool. Okay. Dann gucken wir mal. Wahrscheinlich kommen wir jetzt so einem Abgrundboten entgegen oder irgendwie sowas. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir das damit zu tun haben. Und das ist wahrscheinlich hier der Dings, ne? Oh. Ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Dem Dieb. This looks... Could it be the Grand Thief? Why is he in that position? Is he... Nein, ihm geht's nicht so gut. That's... Why is the statue of... And the statue's hands... Paimon remembers they're normally holding an orb, right? Ja. Oh, das ist eine von Dings hier, von Venti, ne? Von Barbados, ne? The statue is hold. And the Grand Thief hasn't moved in it? Ich glaube nicht, dass er tot ist. Paimon doesn't Oder doch? Feel so good. Let's get out of here. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. We can't stay here. Quick, run! Okay. Ah, okay. Aber ist er doch gestorben? Okay, ich habe gedacht, ja. Nein! Hä? Kann ich nicht hier klettern? Was soll das jetzt hier? Okay, ich glaube, wir müssen tatsächlich hier runter und dann, wir hätten da nicht überleben sollen, wahrscheinlich.
Und wir dürfen halt wirklich nicht von denen getroffen werden. Wir waren ja schon fast da, aber irgendwie war ich einfach zu doof. Ja, danke schön. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass er wirklich tot ist. Ich dachte, er wäre irgendwie gefangen. Okay, das ist bestimmt so ein Bote. You cannot spy on the secrets of the abyss. Ach. You have come here. You have seen our secrets. Ah, for ja. This as a herald. I ah ja, ja, ja. Ja. Dane. Dainsleith. Oh, I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. Did he send you here to die? His resistance against okay. The abyss has gone. The abyss is unstoppable. Also sollen wir gegen ihn kämpfen und besiegen. Oh, okay. Er ist stark, würde ich mal behaupten. Also. Na gut, wir haben ein bisschen was, ne? Würde ich mal sagen. Ein bisschen Verteidigung und ein bisschen Dings könnten auch nicht schaden, ne? Ja, hier. Dann brauchen wir noch Verteidigung. Das war Ausdauer, ne? Aber es ist nur so Ausdauer, nicht Gruppe, ne? Genau. Okay, nee, dann ist das so ganz in Ordnung. Okay, also so stark ist er, glaube ich, nicht. Also er ist schon nicht so schwach wie die anderen, aber... Okay, ich wollte gerade meine Dings einsetzen, aber... Okay. Ich sehe. So it's you. You are the one. In that case, I shall stay here no longer. Okay. Wow, ja, du bist die Auserwählte. Cool. What a tough battle. Wir hätten ihn besiegt. Are you okay? Ja. Such a strong enemy. Who knew the Abyss Order had monsters this powerful? Ja, er schien dich zu kennen. What is it? What are you thinking ja, about? Ja. Oh, right, yeah. Weil Paimon ja so ein bisschen... Now, let's ja. Get out of this scary place. Paimon weiß halt ja nicht alles, ne? Auch nicht alles von unseren Gedanken. Ich finde sie ein bisschen fies, aber sie ist halt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, einfältig. Ja. Wir verlassen schnell die Ruinen. Ich denke mal, das ist auch das Beste, was man in dem Augenblick machen konnte. Eieiei. Ay, caramba. Aber gut, treffen wir auch gleich den Dings wieder? Ja. So, we meet again. Ja. A little sooner than I had expected. Das war auch klar. Ja. Judging by your expression, it seems... Mm-hmm. Could it be that you encountered an Abyss Herald in those... Ja. How did you know that? I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. Genau. An inverted statue of the Seven, mm-hmm. holding abyssal power in its hands. No, I have never seen such a thing during my time fighting the Abyss. Mm-hmm. Though I have had my suspicions. Hab ich mir gedacht. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power. And then, as we got close to the exit, an Abyss here, we fought a big battle with that thing. Maybe I... Yes, this is a rare opportunity indeed. Come. Let's go! A rare opportunity? With Dane helping out, maybe we'll be able to solve more mysteries about the Abyss.
Das glaube ich auch. Ist zumindest ein Versuch wert. Ah, okay. Na dann, reisen wir doch mal die 500 Meter. Ach, da. Hä? Ach, hier. Ach, so. Gut, so weit ist es anscheinend doch nicht entfernt. Dann, wollen wir mal. Alter, ich habe hier schon so viele Folgen, ne? Mittlerweile mehr als bei Odyssey. Das ist schon so ein bisschen drüber. Also, aber ja, gut, die Folgen sind ja auch kürzer, also würde ich mal denken, dass es doch ungefähr gleich ist von der Zeit her. Ja. Ich meine, wenn ich die langen Folgen so lang machen würde wie bei Odyssey, wird es wahrscheinlich auch weniger Folgen haben. Ich glaube, die Folgenlänge ist eigentlich ganz in Ordnung. Kann ich auch. Ja, ist ein bisschen nervig. Oh Gott, ey, ich hasse die. Dodge this. Don't push your luck. Don't get frostbite. Ja. Die Kamera ist halt auch manchmal ein bisschen nervig. Na komm. Shut it. Disappear. Here. Yes. Here. Ja, er ist halt auch immer noch der Beste, ne? Er hat's halt drauf. Na, was haben wir hier? Those mages just now. Were they trying to ambush us? Das kann sein. They were just digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. Oder so. Oh, is that so? The traveler here seems to like doing that a lot too. Looking for chaos devices, chaos circuits, you know, that kind of stuff. They wouldn't be searching for such ordinary objects. In fact, I was nearby investigating precisely because abyss mages often come out from that ruin. They seem to be searching the remains of ruin guards for a certain valuable object. However, they look disappointed, so it would seem they haven't found. Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? I certainly don't mean to be merciful towards these monsters, but I have a feeling that their plan with this object is of major importance. One cannot discover the truth behind it. Or rather, these abyss mages likely fear something else, much more than they do a painful interrogation. Paimon is getting... All right. We shouldn't waste too much time here. Okay. Na dann. Ah, 200 Meter. Aber vorher müsste ich mich dann trotzdem nochmal healen. Also nehmen wir mal den hier oben, ne? Ich denke, der ist ganz in Ordnung. Einen Schluck trinken kann ich ja dann auch noch. Muss ich wieder in die Nähe, oder? Ach, bin ich schon. Super. Okay, dann können wir einmal hier dahin fliegen und die nehme ich auch ganz gerne mit. Oh, ich finde es immer schön. Die Gegend gefällt mir richtig. Das ist richtig nice. Ich und meine, ne? Ja, Sprachen der Bubble und so. Ist heute mal wieder sehr on point. Satzbau und etc. pp. Ne? Sehr eloquent. Ne? Aber trotzdem, also die Gegend gefällt mir halt richtig gut. Ich finde die wunderschön. Auch wenn wir sie schon tausendmal gesehen haben und eine neue Gegend auch mal wieder schön wäre. So ein Tapetenwechsel und so. Aber ich meine, wir haben ja auch noch viel zu tun. Ich meine es halt nur, weil... Ja, ist auch ein bisschen von der Story her so ein bisschen, ne? Wir haben ja viele Only Grinding Parts, beziehungsweise Tagesquests und so, ne? Ist halt viel dazwischen.
und sehr wenig an Story, finde ich gefühlt, prozentual. Ne? Es ist nicht generell wenig Story, sondern halt von den Parts, die ich habe, sind die Story-Parts halt sehr geringanteilig. Ich wollte eigentlich da oben hin, aber gut. Dankeschön. Ich hoffe mal, dass wir hier unten hin müssen und nicht weiter hochklettern. Dann können wir uns das sparen. Können wir nicht einfach hier so rumlaufen. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Oder doch? Ah doch, das könnte hier sein. Ah ja, okay. Ja, natürlich. Natürlich. Ah, danke schön. Könntest du mal bitte... Danke. Nein, 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 weg da. Nein, 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 weg da, weg da, weg da. Ich hab dich gerade geheilt. Könntest du es dabei bitte belassen? Oh, danke schön. Ich wollte eigentlich, dass du den hier angreifst. Sie ist auch noch ein Gegner übrigens. Ja, danke. Darf ich mal bitte selber wählen? Ja, danke. Könntest du mal bitte, danke. Danke schön, dass es mal wieder so fies ist hier. Hier. Danke, nein, 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 bitte nicht. Let me leave you a verse. Freeze. Ich denke mal, er ist mit am gefährlichsten. Dodge this. No, my sword. Cool it. Don't get frostbite. Wo ist er denn? Oh, Lego Mio Granda. Komm runter, du blöder Penner. Komm jetzt. Alter, du kleiner. What's the hurry? Freeze. Dieser Fixer, ey. Sorry. Jetzt habe ich gerade meine Dings verbraucht. Nur damit er da oben chillt. Ah ja, nee, doch. Ja, sorry. Ja. Okay. Könntest du... Don't push your luck. Alter, Leco mio grande. Ich hasse sowas ja generell, ey. Wenn die sich da so gegenseitig da unterstützen, ich bin hier ganz alleine. Ist nun mal so, ich hab halt keinen Partner so an sich, ne? So, fertig gemacht. Eieiei. Alter. Das war ein bisschen schwerer.
the Abyss Order, Ruin Guards sure are. Ja, wir hätten ein bisschen Hilfe gebrauchen können. Seems wherever we find an Abyss Mage hideout, there's often a bunch of Ruin Guards. There are no coincidences in the world. Mhm. Everything is the fruit of seeds planted long ago. Just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to sprout. Yeah. Forget it. Just some needless mute. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is rather they are both branches that have grown out and branches. Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago. Khanria. Aye. Khanria? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that. Oh. Speaking of Khan. Oh. Mm-hmm. Right. As your guide, Paimon should explain a bit here. Huh? Yep. You have memories of being there. But that nation was destroyed. Hmm. Is that so? Well, everyone has their secret, but. Okay. If you would like to tell me, I will listen. So, the Khanria you saw, what was it like? Ja, komm. Ja. So that's the complete story, huh? Mhm. Paimon thought that you ran into that unknown god first. I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your brother from within that meteorite. Okay. It seems your brother woke up first. But the question is, how long before you? And then your brother told you that the destruction of Khanria plunged the whole world into chaos. And that you two should leave this world called Teyvat? The destruction of Khanria? He said that? That destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. Huh. Nah. So your brother must have understood this world better than you did, because he woke up first. And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Paimon knows this part real. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Khanria. Yep. But now, since you have come to gain some understanding of Teyvat, you are able to guess that the war you witnessed. If that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around So, the whole time you were just trying to learn more about Khanria so you could find your brother? Yeah. Oh, yeah. You can travel around the Seven Nations to find the Seven. But where can you go to find a nation that was just... I probably know more about Khanria than both of you. Okay. Khanria was a nation without a god. Not because it had a god that died or abandoned them, but because it never had a god. It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the A nation? Without a god? Later events unfolded just as you remember. You mean that 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation. The pride of humankind was uprooted and crushed. Like a weed removed. How could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Yeah. Let's keep moving. Na gut, I will tell you more of what you want to know sein. As we continue our search. Okay. Ja. Ich glaube, das waren andere Götter. Ich meine, es gab ja mehrere. Und auch Zhongli musste ja gegen mehrere Götter kämpfen. Falls ich mich da richtig erinnere. Gab ja da irgendwie so einen Krieg oder irgendwie sowas. Der ist ja ausgebrochen und ja. Der musste ja dann auch irgendwie seine Umgebung da retten. War das nicht so? Deswegen, also ich glaube nicht, dass Zhongli damit zu tun hat.